Am 17.04. ist es endlich soweit. Das DLL öffnet seine Türen für Studierende am KIT. Mit diesem kleinen Video wollen wir Ihnen eine kleine Einführung geben, was Sie in den 5 Stationen erwarten wird. Das DLL steht Studierenden ab dem 17.04. jeden Montag von 10 bis 15 Uhr ohne Anmeldung zur Verfügung und möchte durch seine Angebote die digitale Medienkompetenz Studierender fördern. Die Kreativstation. Bei dieser Station liegt der Fokus auf kreativen Techniken und auf der Produktion von Podcasts. So stehen hier mehrere hochwertige Mikrofone zur Verfügung und auch ein Multitouch-Display, auf dem gleichzeitig gemeinsam gearbeitet werden kann. Bei der Videostation finden Studierende vielseitige Möglichkeiten zur Lehrvideoproduktion, ob mit eigenen Endgeräten unter Zuhilfenahme von Gimbals, mit der Legetechnik oder der Screencast-Methode. Natürlich werden hier auch die Geräte und Techniken der klassischen Filmproduktion nahegebracht. An der Kollaborationsstation liegt der Schwerpunkt auf dem gemeinsamen Arbeiten. Der Themenbereich hybride Lehre wird hier zusammen mit selbstgehosteten Content- und Learning-Management-Systemen erklärt. Zusätzlich bildet der Themenkomplex Open Education Resources und Lizenzen auch in Bezug auf 3D-Druck einen wichtigen Lernbereich dieser Station. Die IoT-Station versucht, das Thema vernetzte Systeme auf verschiedenen Komplexitätsstufen zu vermitteln. So wird die Kommunikation zwischen Geräten durch das Makey-Makey-Board im wahrsten Sinne des Wortes erfassbar. Fortgeschrittene können sich mit Sensoren und Mikrocontrollern projektbezogen in den Themenkomplex einarbeiten. Die letzte Station bildet die AR- und VR-Station. Hier lernen Studierende, Augmented und Virtual Reality-Inhalte und Medien nicht nur zu nutzen, sondern auch selbst zu produzieren. Neben 360-Grad-Kameras kommen hier auch verschiedene VR-Headsets und mobile Endgeräte zum Einsatz. Wir hoffen, das Video konnte einen kleinen Einblick in die Station des DLL geben. Wenn ihr Interesse habt, euch das DLL einmal genauer anzuschauen, kommt gerne am 17.04. vorbei. Für mehr Informationen könnt ihr auch einfach den QR-Code hier abscannen und unsere Projektseite besuchen. Hoffentlich bis bald im DLL.